Adventure Time mit uns in den Sinn, zieht zu uns zu fernen Ländern hin. Komm mit, wenn wir dir Norwegen zeigen. Viel Spaß mit Claudio und Martin bei Adventure Time. So, Leute, jetzt haben wir tatsächlich doch schon ein paar Höhenmeter gemacht. Zwar noch mal im Auto, aber ey, immerhin, man sieht schon mal, wir sind ein bisschen erhöht. Jetzt sind wir gerade ordentlich am Zusammenpacken. Schauen, dass wir so effizient wie möglich hier alles, was wir brauchen, reinkriegen. Weil zweimal den Weg hoch habe ich jetzt, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass wir da nicht sonderlich Bock haben, die Strecke zweimal zu laufen. Weil ich kann euch ja mal einen kleinen Sneak Peek geben, wo es für uns jetzt lang geht, auf was für eine Art von Weg. Ja, hier steppen wir jetzt auf ganz entspannt hoch. Dreiviertel Stunde ungefähr, dafür halbe runter. Aber die Aussicht dort oben und die Hütte, die sind absolut. Jo, seid gespannt. So, die ersten 200 Meter sind geschafft. Ha, wir sind fertig. Wir sind beide fett am Schwitzen. Holy shit. Viel zu warm, ich hätte die Jacke am Anfang nicht anziehen. Ich habe einen Österreicher zum Schwitzen gebracht auf den Berg hoch. Ich bin sowas von stolz, Leute. Das könnt ihr mir nicht glauben. Top. Ja, die Jacke ist too much. Aber die Aussicht ist jetzt schon absolut worth, Digga. True. Ja, aber die Jacke werde ich auch schnell los. Die ist mir auch zu viel.
Fuck, bin ich am Schwitzen, aber was worth. Bist nur noch hier dahinter zur Hütte. Aber das Wichtigste haben wir geschafft, wir sind beim See. Das ist die größte Motivation, den jetzt zu sehen, holy shit. Das tut gerade richtig gut. Das gefällt mir. I like. Oh, shit. Jetzt erstmal Luft schnappen, gehen wir zur Hütte und wir melden uns da vor der Hütte. Heute ist ein bisschen Weg, der ist jetzt auch nicht mehr spektakulär. Das kann ich euch im Nachhinein auch noch zeigen. Jo, servus. So, also falls sich wer gefragt hat, warum uns das antun, Leute, hört einfach nochmal hier. Das ist unsere Hütte, voll der Hammer. Komplett zu, komplett windgeschützt. Und die View, also geisteskrank. Geisteskrank. Da oben ist sogar ein Skigebiet. Ja, jetzt haben wir jetzt entspannt hierher klatscht. Man kann auch noch irgendwie da hochgehen, aber Daniel hat sich letztes Jahr dafür gefühlt beide Beine fast gebrochen, wo hochgegangen ist. Also ja, aber ein bisschen höher. Sieht das nicht geil aus, Leute? Also wirklich Hammer. Also für mich eine der besten Views nach den Lofoten in Norwegen. Das ist zwar wirklich verfickt anstrengend, hier hochzulaufen, aber wenn man erstmal oben ist, will man nie wieder runter eigentlich. So Leute, jetzt haben wir erstmal durchgeatmet, das war jetzt auch kurz wichtig. Und jetzt chillen wir uns hier hin und trinken schön selbstgemachten Meat von Artus, den er mitgebracht hat. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Bro. Also Digga, zu der Aussicht hier, wirklich genau wo ich losgefahren bin und ich gesagt habe, ihn trinken wir erst in Norwegen auf dem Berg. Da habe ich es mir genau an dem Spot hier vorgestellt. Ist das nicht geil? Hier das Getränk der Götter. Ja, der Schwedenofen ist an. Hier ist immer noch wild besucht. Die ist hier einfach mit dem Mountainbike hochgefahren. Stark. Gut, aber es gibt ja auch eine leichte Strecke hoch und nicht den Weg gegangen sind. Aber hey, ist der Quick Way. Könnten jetzt 2 bis 3 Stunden oder halt eine halbe bis dreiviertel Stunde hochgehen. Es war zwar wild, aber mal ein bisschen Sport hat noch nie geschadet. Jetzt wird hier noch richtige Schmankerl gekocht. Hier schön Speck, 4 Zwiebeln klein geschnitten. Hier wird noch eine halbe Salami reingeknallt. Und da wird jetzt eine arschgeile Tomatensauce mit dem ganzen Zeug und Tortellini. Boah, Leute, uns geht's heute gut. Uns geht's heute wirklich gut. Das Gart ist halt am Regnen, aber ja, wir haben halt dieses wunderschöne Hütchen hier. Geil. So. So schaut er jetzt mittlerweile aus. Ja, das wird sich jetzt gleich aber absolut reingezogen. Das haben wir uns aber auch richtig verdient. Diese schöne Schmagofatz. Ja, es ist immer noch draußen am Regnen. Aber wir haben es gemütlich warm hier drin. Was haben wir denn gerade? Ein paar Grad. Wir haben, boah, draußen 7,4 und hier in der Hütte 23,6 Grad. Total. Kann man sich nicht beklagen. Absolut nicht. Also das ist eher noch zu warm. Aber da auf dem Boden liegen passt es. Aber ey, was dieser Ofen hier? Also, na, andere Einstellung. Hier so. Ja, besser. Also was dieser kleine Ofen hier für eine Hitze macht, ist brutal. Aber klar, hier mit den Reflektorplatten hier, das ist schon klar, dass der ballert. Egal. Ciao. Södeller. Ich bin hier gerade mal ein paar Fährrouten am raussuchen, wo wir uns am meisten sparen. Ich wollte eigentlich erst von Kristiansand nach Kiel fahren, aber die Fähre fährt im Moment nicht. Nee, top. Deswegen, also hier die beste Route wäre im Moment Göteborg, Kiel. Genau, und da müssen wir dann halt schauen, ob wir jetzt halt dann die am 8. oder am 9. packen, weil es gibt noch eine am 7., aber das wird zu knapp. Ja, ist soweit der Plan. Schauen wir, wie es läuft. Matti ist schon fleißig am Zusammenpacken. Ich habe auch schon das meiste. Ja, es wird gerade hier noch schön der zweite Kaffee aufgekocht, der wird sich dann auch reingezogen und dann ja, wird dann auch früher oder später, schauen wir, dass wir weiterkommen. Aber ich muss auch noch schnell warten, bis hier ja, etwas weniger windig ist, weil hier muss ich auf jeden Fall noch schnell einen Drohnenflug machen und die Drohne mag das nicht, wenn da so viel Gegenwind da ist. Ja. Boah, aber hier die Aufnahmen, die werden so oder so, selbst wenn ich mit ein bisschen Gegenwind filmen muss und die Drohne korrigiert. Holy shit. Bei der Aussicht, das kann nur geil werden. Jo, jetzt gespannt.
Fall einige Leute hier. Goodbye. I wish you all an I wish you all a fantastic day in the mountains. Sorry we slept over here. Yeah. Goodbye. You too. Ah ja, noch ein kleiner Side-Fact. Hier der Berg, Moment. Gehen wir mal ein bisschen weiter, wenn ihr mal ein bisschen seht. So. Dieser Berg hier, die Spitze sieht man tatsächlich gerade nicht wegen der Wolke, aber ich habe genug Fotos und alles gemacht, das kann ich auch so nochmal einblenden. Also hier der Berg mit der Spitze hier, der wird das norwegische Matterhorn genannt. Ja, interessanter Side-Fact. So, das heißt, es ist für uns erstmal Abstieg. Jo. Hier dieser Bergsee, einfach der Hammer. Tatsächlich, seitdem wir das letzte Mal hier waren, haben den Staudamm auch ein bisschen erhöht. Ist ja gleich nochmal ein bisschen größer. Boah, aber der Wasserfall da hinten ist halt auch am Knallen. Ist das schön. So, in dem Fluss runter, den folgen wir jetzt. Aber die Strecke habt ihr ja gestern schon gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen wenig Platz noch auf der SD-Karte zum Filmen. Wir sehen uns unten. Kommt schon, geil. Vielleicht, ich habe jetzt mir gedacht, ich mache doch noch mal schnell die Kamera an, einfach um die Steigung euch zu zeigen. Vielleicht sieht man das hier runter ein bisschen besser als hoch. Das ist schon steil, aber das ist noch nicht mehr der steilste Part. Ja. Runter ist zum Glück immer leichter als hoch. Aber hier halt neben dem Wasserfall die ganze Zeit zu gehen, das hat schon auch ein Träumchen. So, weiter geht's mit dem Auto, alles zusammengepackt. Hier heute 6 Stunden 53. Dafür hören wir jetzt 3 Stunden Podcast Joe Rogan und Duncan Trussell. Kann ich nur empfehlen, richtig geile Kombo. Yo, und dazu die Aussicht genießen. Hammer. Außerdem habe ich oben noch wirklich, wirklich geile Drohnenaufnahmen gemacht. Auf die könnt ihr euch auch freuen. Wow, also sowohl die Videos mit den Drohnenaufnahmen als auch dann die Drohnen-Compilation. It's crazy. Also, yo. Wir fahren heute auch wieder nach Itzavik. Geiler Campingplatz mit Sauna. Wir sehen uns da. Ja, Ende der E6. Zack, hier geht's. Jetzt schon wieder mit der Fähre weiter. Aber nice, die kennen wir schon vom letzten Jahr. Und mei, das ist schon wieder traumhaft schön hier. Gut, hinter den Autos sieht man es jetzt nicht. Aber ich mache dann eine schöne Überfahrt-Timelapse, weil das lohnt sich auf diesem Fjord.
Sörderla, wir sind in Hütte Weg angekommen. Haben wir dieselbe Hütte, tatsächlich auch genau die 9a, also die wir davor auch hatten. Ja, jetzt wird noch die Aussicht hier genossen. Wir gehen noch schnell in die Sauna, weil hier gibt es eine Sauna. Oh yeah, da wird sich richtig noch gegönnt, da was gefudelt. Das war es dann wahrscheinlich auch schon für heute. Jo.